Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zdebio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Wir sind heute mal wieder auf einer neuen Karte unterwegs und die nennt sich Sonnenhausen. Und die Karte kommt von... Sonnenhausen heißt sie. Und ist von Adri Trani. Die ist bereits schon am 27. November veröffentlicht worden. Am 5. Dezember wurde sie aktualisiert zuletzt. Und ja, hiermit präsentiere ich euch die kleine Map Sonnenhausen. Ein idyllisch kleines Städtchen mit einigen tausend Einwohnern, die nur ihre Ruhe vom Großstadttrubel haben wollen. Dennoch hat es die Größe, dass eine Tram für die Fortbewegung unerlässlich ist. Ein wenig abseits liegt noch Gausdorf, eine kleine Gemeinde mit einigen Freizeitaktivitäten wie Schwimmen und Wandern. Detaillierte Beschreibungen finden wir auf einer Website. Das Ganze könnt ihr natürlich runterladen, ist im Steam Workshop erhältlich. Und wir wollen uns die Karte heute mal angucken. Einen Kritikpunkt habe ich allerdings schon, da muss ich schon wirklich mal sagen, die Zusatzcontents, die benötigt wird, ist unglaublich lang. Das ist Wahnsinn. Ich habe keine Strecke gesehen, die so eine Riesenlatte von Zusatzcontent benötigt. Das ist fast der ganze Workshop, der hier einfach gebraucht wird. Also das ist Wahnsinn. Ich möchte fast zweifeln, dass wirklich alles davon benötigt wird tatsächlich. Ich glaube, da war man sich unsicher gewesen, hat einfach die ganzen Workshop-Objekte genommen, die man hat, und hat sie einfach alle mit reingehauen. Es ist halt immer bloß ein bisschen... Naja, nicht doof, schade, wenn du halt versuchst, deinen Lotus so sauber wie möglich zu halten und eine Karte vorstellen willst oder sowas, die dann auf einmal so eine unglaublich lange Liste hat an Zusatzcontent, den man hier braucht. Das ist natürlich ein bisschen schade. Klar, von irgendwoher muss man die ganzen Objekte natürlich holen und ich weiß auch, dass es halt bei dem einen Objekt... bei dem einen Content hast du nur das und bei dem anderen Content hast du nur das. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, aber das ist wirklich schon eine unglaublich riesenlange Liste. Wie gesagt, schaut euch das gerne mal selber an im Workshop. Aber nichtsdestotrotz wollen wir uns heute die Karte hier anschauen. Ich habe sie installiert und was fällt uns natürlich gleich als erstes auf? Unser Spielplatz. Wup, wup. Ja, wir haben natürlich hier unseren kleinen Spielplatz ja hier gebastelt und der wurde hier gleich mal integriert. Finden wir toll. So, ich muss mal gerade kurz gucken, dass er das Ganze hier auch aufnimmt, hier alles so wie es soll. Wenn wir uns jetzt hier mal so ein bisschen angucken, die Karte ist nicht wirklich groß heute. Ja, wir fahren jetzt hier kurz eine Schleife, fahren dann hier zurück und fahren dann hinten noch so mal ein bisschen lang. Bis, ihr seht es hier hinten, das wird dann wahrscheinlich der Ort Gausdorf sein, den wir da hinten haben. Und das wird eine kleine, putzige Karte werden, wenn man hier mal schon guckt. Also hier ist schon so ein bisschen viel Liebe zum Detail. Guck mal. Nicht mal ich habe mir die Mühe gemacht, ja, bei Straßenbahn Forsthausen oder sowas. Ich habe hier nicht mal das Tor eingebaut. Tor hier, ja. Nicht mal das habe ich mir eingebaut. Und ja, hat man natürlich das alles gemacht, hier auch schon mit Gehwegen und alles sowas. Ja, sieht schon schick aus. So, wir haben natürlich heute, ja, weil wir es jetzt im letzten Video schon hatten, uns den neuen KTFID genommen. Geschnappt und jetzt wollen wir die hier mal richtig fahren hier. Also mit dem neuen Update, muss ich sagen, habe ich da echt Bock drauf. So. Schluss rein. Türen, nee. Schließe auf. So. So, holen wir das Ganze hier raus. Zack. So, steigen ein. Zip. Und drin sitzen wir. Schlüssel rein. Einmal gedreht, bitte. Und jetzt wollen wir hier natürlich hier erstmal, nein, das war falsch, erstmal den Stromabnehmer nach oben. So, jetzt müssen wir, zack, Antrieb und so lange gedrückt halten, bis er angeht. Und da ist er an, so. So, schalten wir jetzt hier noch Vorwärtsgang ein. Und dann können wir auch schon losfahren. So, Türfreigabe rein. Dann können sie alle einsteigen hier. So, wie sieht's aus? Haben wir eine Hofdatei geladen? Natürlich nicht. Wir haben die Standard drin. Gibt keine Hofdatei sonst hier. Naja, dann müssen wir halt ohne leben. Ja, guck mal, jetzt ist der Spiegel perfekt eingestellt. So. Und guck mal, das konnte ich jetzt in dem letzten Video nicht zeigen. Wir können ihn denn, wenn er natürlich in die richtige Position ist, den auch noch so einstellen, ne? So per Hand. Das ist so unglaublich cool. So, Innenbeleuchtung an. Und können wir hier auch noch anmachen. So.
Los geht's. Guck mal, wie der Zeitmann für ein VR-Video war. Hat eine Schlange nicht mehr. So, wir müssen nach rechts, bitte. Boah, die war aber schnell jetzt in die Ampel. Sollst du da rüberkommen? So, was haben wir hier? Oh, schon, sogar schon mit Anforderungen und alles, was hier auf der Karte verbaut. Großartig. Mit 20 dürfen wir hier langfahren. Das muss ich mal gucken. Kann man da was draufdrücken? Also es gibt wohl eine Möglichkeit, darauf zu drücken, aber es passiert nichts. Das ist ja natürlich cool, oder? Straßenbahn. Musst du rein, musst du Schlüssel drehen und dann kriegst du, wird praktisch das Signal angefordert. Und dann kannst du dann in der Regel dann auch losfahren. Der hat dann nicht diesen sogenannten Sensor unten drinne. Wir fahren jetzt einfach mal. So, Türfreigabe rein. Uiuiui, jetzt zuckt da gerade ein bisschen. So, Dorfplatz, Park sind wir jetzt hier. Und die Linie 15 geht nach Gausdorf, also das ist unsere Linie. Wenn die 1000 Einwohner hat, warum hat sie denn 15 Linien? Müsste es denn nicht Linie 1 einfach heißen oder sowas? Nun gut, will keiner mit. Dann geht's weiter. Oh, schon so lange nicht mehr wirklich Lotus aktiv gespielt, ey. So, wir haben freie Fahrt jetzt. Wird noch gebaut. So, gehen die Türen auf. Passt alles. So, okay. Seht ihr? Dieses das muss noch länger gehen. Ah, oh, sag mal. Verpassen wir jetzt hier gerade unsere Fahrt. Schitte. Ja, also Soundtechnik muss ich wirklich sagen. Doch. Also der KT4D, der ist nicht schlecht. Also der war ja vorher schon ziemlich cool. Ich muss sagen, ich bin letztes Jahr weniger gefahren. Liegt jetzt aber nicht daran, weil ich es nicht mochte oder sowas. Einfach, es ist halt, man merkt halt den Unterschied zwischen dem GT6N und natürlich dem KT4D. Beim GT6N musst du halt noch ein paar mehr Sachen machen, ne? Wenn du fährst und aufrüsten und alles, was war beim KT4D immer so ein bisschen vereinfacht gewesen. Aber so mittlerweile kommen hier Sachen rein, ja, die wie zum Beispiel Spiegel oder auch das komplett neue Aufrüsten halt. Ja, das macht die ganze Sache schon wieder viel, viel interessanter. Und dann war es auch teilweise immer so soundtechnisch. Also ich bin halt nur ein Mensch, ja, der achtet eigentlich nicht auf sowas, ja.
Aber irgendwie klang das hier bei dem hier immer so schrecklich quälend. Kann man das vielleicht so sagen, ja? Dass sich die Straßenbahn gefühlt immer so ein bisschen gequält hat, um zu fahren halt. Ne? Das klingt jetzt hier ganz anders. Hier hörst du jetzt, sie hat Lust, sie hat Power, sie möchte. Ja? Sie könnte noch schneller, wenn du möchtest, ja? Wenn du mal den Schalter nach vorne drücken würdest wollen. Ja? Und das hörst du halt jetzt einfach hier raus, ja. So, wir werden nach rechts fahren. Ich fahre jetzt einfach mal hier so scheinbar die Signale. Scheinbar, weil wir jetzt einfach vorgefahren sind. Oh, hier wird es interessant. Das habe ich nicht geschafft, ja? So, genau. Ich muss schon echt aufpassen. Das ist ja ein Wahnsinn hier. Ich hab das wollte auf Wemingen nicht so wirklich funktionieren. Also hier mit 20 hier rumpoltern, ich glaube, das ist dann doch ein bisschen viel. So, Streckensicherung durch Leitstelle. Ein Auflösungszeichen kam ja nicht, ne? Also dürfen wir auch nur 30 hier weiterfahren. Oder? Hier schön mit so ein bisschen Berge hier, ein bisschen rechts reingebaut, so, dass das halt nicht so glatt eben ist. Ein bisschen bewäldert jetzt vielleicht noch so ein bisschen schön Polygon hier drüber, aber hier hinten sehen wir natürlich, ne? Ist er noch nicht ganz so weit. Guck mal, hier die Palmen von BLV gleich noch mit drinne. Wundervoll. So, und die Türen auf. Also freigegeben. Ja, kurz warten. Muss mal gucken, dass ich mal wieder so eine. So ist schön. Straßenbahn Forsthausen Werbung. Ach ja, die gute alte Zeit. Die war schon eigentlich ziemlich geil gewesen. So, diese Idee ist jetzt auch ziemlich super, dass wir jetzt gleich da durch dieses Tor da durchfahren. Auch so noch nicht gesehen gehabt. Oh, das wollte ich gar nicht. Das ist schon cool, oder? Habt ihr gehört? So. So muss das sein, ne? Wundervoll. Ich krieg jetzt nicht das perfekte Bild hin. Das ärgert mich schon wieder. Ja, so müsste das passen. Nehmen wir das so mit und dann kriegen wir schon hin. So, ja, jetzt habe ich leider nicht drauf geachtet. Hören wir mal, wir sind jetzt hier richtig.
So, alles aussteigen. Wir sind in Gausdorf. Und dann, ja, sind wir auch schon am Ende der Linie angekommen. Jetzt fahren wir, glaube ich, jetzt in den Betriebshof ein, meiner Meinung nach. So. Oh, ich sehe gerade, da geht es gar nicht weiter. Dann ist hier tatsächlich wirklich zu Ende. Hier sehen wir natürlich auch schön, ne? Also das ist hier der kleine Betriebshof hier, den wir hier haben. Ne? Ist auch eigentlich ein schickes Modell hier, wa? Naja. Ja, das ist auf jeden Fall Sonnhausen. Ist eigentlich eine putzige kleine Karte, kann man hier wirklich sagen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Wenn man das Ganze jetzt natürlich noch detailreich jetzt wirklich ausbaut. Ich würde jetzt gar nicht so viel mit neuen Linien jetzt anfangen. Erstmal wirklich das Stück jetzt hier anfangen. Vielleicht noch den Betriebshof fertig machen, dass man da eventuell wieder zurückfahren kann. Ja, also das würde ich jetzt vielleicht noch machen. So groß gravierende Fehler sind mir jetzt nicht aufgefallen. Außer gerade jetzt hier am letzten Stück hier. Es sah so aus, als ob hier beinahe die Straßenbahn rausgesprungen wäre. So würde mich nicht wundern, wenn der GT6N jetzt hier vielleicht rausspringt. Ich weiß nicht warum. Also hier vielleicht nochmal das Gleis nochmal überprüfen, das Ganze dementsprechend nochmal neu anpassen. Sonst, ja, die Karte ist halt noch nicht hundertprozentig fertig. Sie hat auf jeden Fall einen guten Ansatz. Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen gequatscht. Also wir haben hier eine Fahrzeit von, lass mich lügen, zu 10, 12 Minuten. Das geht in Ordnung. Wir haben hier, das ist auch schön gemacht hier, auch mit den Palmen und alles sowas. Ne, also so ein bisschen Urlaubsfeeling ist natürlich auch da. Und sonst hier halt auch mit den Bergen hier eigentlich doch relativ putzig gebaut hier. Also so vom Stil her, wie er es gebaut hat, und dafür, dass es eigentlich so eine relativ kleine Fläche ist, ist es schon, ja, wo man sagen kann, schon fantastisch. Allerdings, ja, macht eine Straßenbahnlinie hier Sinn. Ja? Wäre es nicht vielleicht eher für so ein. Für einen Bus ne, entspannter irgendwie das Ganze vielleicht eventuell zu machen, weil eine Straßenbahn hat, da bietet ja schon ein bisschen mehr Platz, aber darüber soll ich mich jetzt nicht unterhalten. Wenn sagt, Sonnhausen braucht eine Straßenbahn, dann hat Sonnhausen eine Straßenbahn. Ne, ist ja nicht so, dass Frau Merkel was anderes macht. Von daher ist es doch eigentlich eine recht putzige Karte. Oh, was ist hier? Ah, okay. Hier ist hier noch ein kleiner Fehler drin. Ja, hier ist die Baumtextur. Ich glaube, die sollte so nicht sein, oder? Die sollte doch um. Ach so, das ist. Nee. Ja, er hat sie vertauscht, ne? So ein bisschen. Seht ihr das? Ich glaube, das hätte andersrum sein müssen, weil hier sehen wir sie nicht und hier sehen wir sie. Und bei dem ist genau das Gleiche. Hier sehen wir sie nicht, aber hier sehen wir sie dafür. Wird wahrscheinlich das Blind irgendwie verdreht sein. Das ist halt das Kuriose, ne? Auf der einen Seite siehst du das, auf der anderen Seite nicht. Ist, wenn du mit PNG arbeitest. Nee, also so an sich gibt es jetzt an der Karte jetzt nichts zu bemängeln. Ne? Ist putzig gebaut. Ich bin mal gespannt, wie es hier weitergeht oder ob es hier weitergeht. Wäre nicht die erste Karte, die sich einfach so verabschiedet. Und deswegen kann man dem, lass mich lügen, dem Adri Trani nur das Beste wünschen, dass er hier eventuell auf jeden Fall dran bleibt, denn das ist doch eigentlich schon relativ weit. Jetzt, wie gesagt, wenn das Ganze jetzt noch ein bisschen abgeschlossen wird, jetzt so wirklich detailliert jetzt ausgebaut wird, dann kann man das auch erstmal auf jeden Fall so lassen. Und dann kann man ja immer so Stück für Stück weiterbauen. Würde mich natürlich sehr, sehr freuen, ne, weil es dann eigentlich mal wieder eine Karte gibt, die man dann auf jeden Fall fahren könnte. Allerdings muss ich sagen, wird sie keine Multiplayer-Karte sein, denn wie wir sehen, es ist Flachland. Nicht ein Hügel zu sehen, also kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Karte multiplayerfähig ist. Dieser Hügel hier, der wurde künstlich erzeugt, das sieht man. Von daher würde ich fast vermuten, dass es keine Multiplayer-Karte sein wird. Ist natürlich ein bisschen schade, ein bisschen verstecktes Potenzial daher. Ne? Es ist zwar schwieriger zu bauen, aber
sie wäre dann halt machbar, dann mit Freunden zu spielen. Na, so ist das halt, ne? Muss man halt irgendwo dann immer dann die Abstriche machen. Hier oben hängt irgendwas in der Luft, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ah ja. Brauchen wir einen Timetable? Wie heißen die denn? Diese Dinger von der BVG, da wo die Abfahrtzeiten dran stehen. Hängt hier so noch so ein bisschen in der Luft. Fehler gefunden. Ja. Nee, gut. Das soll es, wie gesagt, von meinem Ersteindruck hier sein, von Sonnhausen. Wie gesagt, ist eine putzige kleine Karte. Und wie gesagt, ich hoffe, da bleibt der Adritrani dran. Und sonst, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare. Ist euch zum Beispiel irgendwas aufgefallen? Dann nutzt die Kommentarfunktion. Dafür ist sie da. Und sonst sehen wir uns hoffentlich zum nächsten Video wieder, wenn es weitergeht mit Lotus. Ich verabschiede mich. Ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.